Ja, gefüttert habe ich jetzt schon gerade. Wollen mal gucken, ob die überhaupt fressen, aber so richtig gehen die noch nicht dran. Nur wenn man die länger im Aquarium zu Hause hat, dann sieht das ganz anders aus. Die sind tatsächlich erst seit gestern Abend hier drin und in der neuen Umgebung. Ja, einer sitzt da, nee, einer schwimmt da drüber und frisst sitzen kann ein Fisch eigentlich gar nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich habe heute einen Zebra-Buntbarsch. Ja, Zebra-Barsche gibt es ja ganz viele. Und dies ist der Tilapia-Zebra. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Fisch aus einer ganz anderen Gegend, die wir ganz selten eigentlich haben, die Gegend. Der kommt von Westafrika. Da ist er aber riesig verbreitet. Man findet den in fast allen Flüssen und größeren Gewässern. Da ist er zu Hause. Ja, wenn er so richtig zu Hause ist. Also die sind ja seit gestern hier drin. Da kann man ja nicht von zu Hause sprechen. Das sieht ja auch noch ganz ordentlich, das Aquarium, aus. Denn wenn die Zebras, diese Tilapias, mal zu Hause angekommen sind, dann werden sie feststellen, dass denen die Dekoration, egal wie wir das machen, so nicht gefällt. Das heißt also, es werden erstmal die Pflanzen gequält. Die fressen also auch Wasserpflanzen. Wir haben ja jetzt besonders harte Pflanzen drin. Die Pflanzen haben aber kein schönes Leben in dem Aquarium. Da muss man sie im Klaren sein. Die werden jeden Tag angezupft und gerupft und auch mal was abgekaut, auch wenn dann nicht richtig schmeckt. Aber alles, was zarter ist als diese Pflanzen hier, wird einfach aufgefressen. Bauarbeiten sind natürlich vorprogrammiert. Ob und wie lange hier diese Steinmauer noch steht und den Sand von den Kies trennt, das ist also wirklich nur eine Frage der Zeit. Das kriegen die schon hin. Irgendwie wird da umgebaut. Trotzdem ist der Zebra-Tilapia ein ganz spannender Fisch. Allerdings mal wieder was für ein großes Aquarium. Hier sind die noch relativ klein. Ich schätze sie mal, die sind irgendwo so zwischen 4 und 6 Monate. Natürlich hier in Deutschland gezüchtet worden. Aber wir kriegen die sehr selten gezüchtet. Zumindest nicht so groß. Die meisten Züchter wollen natürlich, wenn sie Junge haben, die auch so schnell wie möglich loswerden. Und dann kriegt man die Zebra-Tilapia so klein, dann zeigen die noch gar nichts. Also hier sieht man ja, die haben jetzt schon am ersten Tag eine richtig tolle Farbe, die die zeigen. Mal markant, die Striche, die Männchen auch schon, obwohl noch sehr jung, mit so einem roten Saum in der Flosse, der natürlich nachher und beim Balzen noch viel, viel kräftiger wird. Allerdings beim Balzen, was jetzt bald losgeht. Also es sind schon hier so kleine Geplänkel, da jagt schon mal ein Männchen das andere weg. Langfristig sollte man ein Pärchen im Aquarium halten und gut ist. Ich glaube, alles andere geht auf Dauer gar nicht gut. Dann schlagen die sich dermaßen, dass es schwere Verletzungen und eventuell sogar Ausfälle gibt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass es unseren Fischen gut geht. Jetzt wird der Tilapia-Zebra sehr groß. Also sehr groß ist 30 bis 40 Zentimeter. So, das ist für ein kleines Aquarium ganz ungeeignet. Also hier dieses 300 Liter Aquarium wäre schon zu klein. Literatur schreibt 1000 Liter. Ja, das ist natürlich heftig. Ich denke mal, ab 600 geht es sicherlich auch, wenn das gut strukturiert ist. Das heißt, viele Wurzeln, viele Steinaufbauten, Versteckmöglichkeit. Wenn das dann so 2 Meter ist und Standard 600 Liter Aquarium würde auch gehen. Aber empfohlen wird natürlich 1000 Liter. Da habe ich natürlich nicht so viele Möglichkeiten, irgendwelche andere Fische dabei zu setzen, weil alles, was kleiner wird, wird einfach gekillt. Es müsste schon mindestens gleich groß sein oder sogar größer und dann friedlich. Die sind also nicht super aggressiv, aber in dem Fall, sobald sie anfangen zu laichen, dann wollen sie schon ein relativ großes Revier. Und da denke ich mal, da reicht also so einen halben Meter Platz im Aquarium nicht aus. Dann machen die schon ein Revier. Das ist 1 Meter, 1,20 Meter, nehmen die in Anspruch. Und alle anderen Fische stehen dann auf der anderen Ecke. Also bei 1,50 Meter Aquarium haben alle anderen nur noch so ein bisschen Platz, sonst werden sie verhauen. Das ist natürlich nicht schön. Man kann die vergesellschaften mit Fischen, die da gar nicht hingehören eigentlich. Der würde sich vertragen, da auch in der Natur gleiche Wasserverhältnisse sind, mit großen südamerikanischen Zichliden. Die sind auch schön robust, die halten dem also stand und da könnte man ein gemischtes Aquarium machen. Jetzt weiß ich, jetzt kriege ich sofort wieder Anfeindung, Artenbecken und auch nicht kontinentübergreifend Aquarium. Das muss ja sein, ich mache ja ein
ein Biotop-Aquarium, da habe ich nur Fische aus dem einen Biotop drin. Ja, okay. Aber wenn ich das Biotop-Aquarium mache, habe ich wahrscheinlich, ich wüsste nicht, wer an der Westküste Afrikas noch Platz in dem Aquarium hat, habe ich also nur zwei Fische. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wir Menschen hier in Deutschland, da leben auch, keine Ahnung, weit über 100 verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten natürlich. Und wir vertragen uns im Allgemeinen auch ganz gut. Bei Tieren geht das auch. Und wenn ich also kein Aquarium habe, was ein Biotop ist, was ganz spezifisch auf ein Land abgestimmt ist, und wenn ihr mal jetzt so ganz ehrlich seid, hat das fast jeder. Wer hat denn zu Hause reine Aquarien mit einem Tierbesatz und Pflanzenbesatz nur aus einer Region? Das möchte ich mal sehen. Das schreibt mal bitte unten in den Kommentaren, was ihr da alles so haltet. Das ist natürlich Stilbruch aus anderen Ländern, andere Fische vergesellschaften, aber die Welt ist halt bunt und bei uns im Aquarium haben wir ja sowieso eine ganz andere Welt. Das ist nicht das Biotop zu Hause. Das ist natürlich eine künstliche Landschaft und wir müssen alles zusammenbringen, was sich eben miteinander verträgt und was funktionieren kann. Also selbst die Pflanzen, die wir hier drin haben, den Java-Farn oder die Anubia, kommen ja auch nicht aus der gleichen Gegend. Wir tun die einfach da rein, das sind die einzigen, die eine Chance haben, eine Zeit im Aquarium überdauern. Muss nicht sein, klar, wir können Biotop machen, aber so ein bisschen Stilbruch haben die meisten. Ich denke mal, jetzt werde ich terrorisiert hier nach dem Video. Aber wir wollen ja zu Hause Spaß an dem Aquarium haben und eine bunte Truppe, die macht natürlich Spaß und ein 1000-Liter-Aquarium mit nur einem Pärchen, was sich womöglich gerade versteckt hat, da könnte Aquaristik langweilig werden und das soll ich ja überhaupt nicht. Wir wollen ja eine lebhafte, eine bunte Aquaristik haben. Jetzt aber mal wieder zurück. Ihr müsst das selber entscheiden, aber ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Sache seht. Wenn ihr sagt, sowas wollt ihr nie mehr hören, dass ich also hier diese Fauna verfälsche, was ja keine Fauna ist, sondern ist mein geschaffenes Biotop. Da leben halt viele Tiere aus verschiedenen Welten drin und Pflanzen. Aber wenn ihr sagt, sowas wollt ihr nie mehr hören, mache ich das nicht mehr. Jetzt mal noch grundsätzlich, Laichverhalten. Der Zebratilapia ist ein Substratlaicher. Das heißt, am liebsten einen schönen Stein, ein großes Blatt und da legen die tausende Eier ab. Aber wirklich tausend. Also so ein 40 cm Fisch, Weibchen ist meist ein Tick kleiner, sagen wir mal 35. Das legt also schon so seine 1000, 2000, 3000 Eier. Das sollte man sich mal überlegen, ob man die alle großziehen will oder man lässt sie einfach drin und nach 14 Tagen gehen sie den Weg des Irdischen, wie es in der Natur auch wäre. Oder man macht sich vorher schlau, dass man einen Großhändler findet, der sagt, yo, ich nehme dir mal einen Wurf ab. Nur bis man, ich sag mal, werden nicht alle 3000 überleben, bis man 1000 auf diese Größe hat, brauche ich aber dann wieder 2.000, 3.000 Liter Wasser, von mir aus in mehreren Aquarien, um die erstmal auf die Größe ranzupflegen, dass ich die auch verkaufen kann. Wenn ich also nur so ganz klein habe, die noch ziemlich farblos ist, kann ich ganz sicher vom ausgehen, da ist dann nicht die Nachfrage. Hier bei diesen bunteren, da ist dann natürlich viel attraktiver, da wird erst nachgefragt. Also bevor ich Jungfische großziehe, erstmal einen Händler oder Großhändler fragen, ob er die überhaupt nimmt. Ach, was ich noch vergessen habe, die legen also nicht nur die Eier auf den Stein oder auf ein Blatt, befächern die, machen den natürlich vorher sauber. Das heißt, ich sehe, da kommt jetzt bald eine Brut, indem die anfangen, richtig zu putzen. Mit dem Maul sind die ständig dran und machen alles super sauber, super blank. Bis dann die Eiablage kommt, dann fächern sie natürlich die Eier und so nach einigen Tagen, wenn die Jungen geschlüpft sind, kurz vorm Schwimmen, übertragen sie die am liebsten in einer Sandgrube, die sie sich vorher geschaufelt haben, weil sie dann eine bessere Übersicht haben über das ganze Umfeld, um ihre Brut besser zu beschützen. Nach so weiterer Woche, maximal 14 Tage, hört der Brutpflegeinstinkt auf und dann lassen die einfach alleine und dann müssen sie sehen, wie sie durchkommen. Füttern können sie die eh nicht, sie können sie nur in die Gegend von Futter bringen. Also das Füttern müssen wir schon übernehmen. Eben in der warmen Gegend in Afrika, 24, 26 Grad Wassertemperatur. Und ansonsten sind die aber schon sehr widerstandsfähig gegen verschiedene Wasserwerte.
auch in den Bereichen haben wir natürlich eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Und in den Regenzeiten ist natürlich Wasser extrem weich und der pH-Wert auch niedrig. Das heißt also, die leben im Wasser von 5,5 bis 6 pH. Genauso von der Härte ist die oft nur 3, 4, 5. Aber in der Trockenzeit ist es natürlich anders. Da ist so 7, 7,5 normal, wenn nicht sogar bis 8,2 pH-Wert. Ja, und eine Härte von 15 oder 17 können die auch vertragen. Nur in der Natur geht es natürlich von der Regenzeit bis zur Trockenheit über Wochen und Monate. Von der Trockenzeit zur Regenzeit meist viel schneller, dass das Wasser weicher wird. Deshalb mögen die lieber das weichere Wasser. Aber das ist so normal. Das haben alle. Regenzeit fängt an und das ist am Blästern und das Wasser wird sofort verdünnt. Man hat in wenigen Stunden doppelt so viel Wasser und dieses Regenwasser ist extrem weich. Heutzutage hat Regenwasser einen pH-Wert von 3,5 ungefähr und eine Härte von 0. Ja, und wenn ich das dann natürlich mit 15 Härte zum Beispiel mische, wenn da doppelt so viel Wasser ist, habe ich nach einer Stunde von 15 nur noch 7,5. So ist Natur. Und man kann also nicht die Fische einfach nehmen, so reinschmeißen. Es ist schon über Stunden und manchmal Tagen eine langsame Umgewöhnungszeit. Auch die sollten wir berücksichtigen, wenn wir unsere Fische umsetzen. So, ich denke mal, das war eine ganz spannende Geschichte. Mal wieder ein anderer Fisch aus einer anderen Gegend, andere Größe, andere Fressqualität. Einfach mal anders. Ja, irgendwo sind alle Fische gleich, kommen alle aus dem Wasser, atmen eigentlich alle mit Kiemen, bis auf so ein paar Ausnahmen. Aber das ist ja jetzt Nebensache. Wenn man jetzt mal einfach einen Haltungscheck, ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Also Haltungscheck, der eigentliche Zebra, weil er ja tatsächlich, wenn er schön in Farbe ist, schwarz-weiß ist. Die meisten anderen sind alle blau-weiß, die auch Zebra heißen. Aber egal, der Tilapia oder Zebra-Tilapia erreicht eine Größe von 30 bis 40 cm, sollte ein Aquarium von 1000 Liter halten. Kleiner Kompromiss, 600 Liter viel besser strukturiert, wird 10 Jahre oder älter, also ich glaube 15 Jahre ist gar kein Thema, aber das schreibt ihr wieder, wie alt die bei euch geworden sind. Über Geschlechtsreife ist nichts bekannt. So wie ich die kenne, würde ich sagen, sind die in ein, zwei Monate so weit, dass die Weibchen schon anfangen Eier zu legen. Also so irgendwo 6 bis 8 Monate, dann fangen die an zu laichen, dann natürlich nicht 3000 Stück, dann fängt das erstmal mit 200, 300 an. Das ist dann noch übersichtlich. So eine Brut kann man noch großziehen. Das Laichverhalten ist Substratleicher. Das heißt, einen schönen, runden Stein ins Aquarium. Am besten dahin platzieren, so wenn die schön zahm sind, vorne an eine Scheibe. Dann laichen die vorne an eine Scheibe und dann kann man das klasse beobachten. Brutpflege machen sie natürlich auch, aber eben nur, wenn die Jungen schwimmen, eine begrenzte Zeit. Eine Woche, vielleicht 14 Tage, das aber seltener. Futter sind die Allesfresser, also wirklich Allesfresser. Lebendfutter, was ich reingetan habe, waren sie ein bisschen schreckhaft, weil er seit gestern drin. Frostfutter, Trockenfutter kann man geben. Allerdings gehen die auch gerne an Pflanzen. Und deshalb sollte man mal abgebrühten Salat oder anderes ähnliches Weiche an Pflanzenkost reintun. Ihr könnt natürlich auch das Aquarium mit Pflanzen dekorieren. Ist nicht ganz so preiswert wie Salat, aber dann habt ihr ein sehr hochwertiges Futter. Fressen tun die alle. Und wenn die euer Aquarium mit Pflanzen leer gefressen habt, dann erinnert euch bitte an das Video hier. Das funktioniert gar nicht. Herkunft Westafrika, Temperatur 24 bis 26 Grad. Können auch da Abweichungen nach oben und unten vertragen, weil in den Tropen schon mal extrem warm ist oder bei Dauerregen natürlich auch viel kühler wird. Der pH-Wert haben die also wechselnd im Jahr, muss nicht unbedingt sein. Das heißt zwischen 6 bis 7,5, im Extremfall 8,2. Ich würde die einfach so im Neutralbereich bei 7 halten. Und die Härte 5 bis 15, das gibt uns die Möglichkeit, die können wir eigentlich überall in Deutschland im Aquarium halten, mit normalem Leitungswasser gepflegt. Feinkörniger Kies, das wäre ganz schön. Nicht zu feiner Sand, aber eben richtig feinen Kies, denn die graben gerne und die wollen dann auch ein Ergebnis sehen. Wenn ganz feiner Sand ist, rutscht der ja immer zusammen. Die wollen schon eine ordentliche Mulde da graben, sonst hören die nie auf zu graben. Ich denke mal, das war mal wieder ein spannender Fisch. Nächste Woche kommt der nächste. Ja, braucht nicht heulen, so ein großes Aquarium habe ich nicht. Kommt ja nächste Woche wieder ein Fisch für dein Aquarium. Also nicht ungeduldig sein, wir wechseln ja immer ab.
Tschüss, bis nächste Woche.